Jo moin Leute, herzlich willkommen zum 6. Spieltag der Regionalliga West Prediction Saison 2021-2022. Los geht's heute um 18.30 Uhr. Der SV Rödinghausen gewinnt gegen den FC Schalke 04 mit 3:1. Dann um 19 Uhr, Alemannia Aachen spielt gegen den SC Wiedenbrück 2:2. Dann um 19.30 Uhr, der 1. FC Köln 2 verliert gegen Bonner SC mit 2:3. Dann Rot-Weiß Essen gegen VfB Homburg 3:0 für RWE. Rot-Weiß Aalen verliert gegen Preußen Münster mit 1:2. Und morgen um 14 Uhr FC Wegberg Beek gewinnt gegen SV Lippstadt 08 mit 2:1. Sportfreunde Lotte verlieren gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 0:2. Dann Wuppertaler SV gewinnt gegen Fortuna Köln mit 4:1. SV Streh-Aalen gegen Fortuna Düsseldorf 2:1-3 für Düsseldorf. Borussia Mönchengladbach 2 gewinnt gegen KfC Uerdingen mit 3:0. So, das war's vom 6. Spieltag der Regionalliga West Prediction für die Saison 2021-2022. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergesst kein Abo, daneben ist die Glocke, die nicht vergessen zu aktivieren, dann verpasst ihr keine Benachrichtigung und bis dann. Ciao.